Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur nächsten Preview hier vom 23. Spieltag, erste Bundesliga. Wir sind heute in Düsseldorf und haben die Partie Düsseldorf gegen Nürnberg. Hier sehen wir es auch mal, beide Teams sind wirklich sehr schwach in der Offensive. Nürnberg nur 17 Tore, Düsseldorf 25. Allerdings hat Düsseldorf bisher in der Saison schon einige Überraschungen geliefert, dass sie auch gewinnen können gegen deutlich stärkere Gegner. Jetzt haben sie mal einen schwächeren Gegner, würde ich sagen. Ich würde sagen, Düsseldorf ist hier Favorit in dieser Partie. Ob es am Ende so kommen wird, werden wir sehen. Wir gucken uns erstmal die Aufstellung an und Rensing ist hier im Kasten der Düsseldorfer. Davor Giesemann, Kaminski, Eiern und Zimmermann im Mittelfeld. Boczek im offensiven Mittelfeld wird sich Usami, Finkstöcker und Luke Bakio zeigen und Hennings vorne allein im Sturm. Wobei Luke Bakio auch gerne mal in den Sturm geht, dann ist er bekannt für Torschießen. Auf der anderen Seite ist Bredlow im Kasten, Leibold, Everton, Markreiter und Valentini in der Abwehr. Mittelfeld Petrak mit Behrens, offensiv Mittelfeld Palacios, Pereira und Misjijan und Ishak im Sturm. Aber das könnte auch locker beim Angriff zu einem Dreiersturm werden über die Flügel dann. Ja, das ist also, sind die Ausstellungen hier von dieser Partie. Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne ein Däumchen und ein Kanalabo da lassen. Und jetzt viel Spaß hier mit dieser Preview. Nürnberg zu Gast in Düsseldorf. Partie läuft schon, Düsseldorf hat angestoßen. Spielt von links nach rechts. Und macht erstmal einen Fehlpass hier. Und Nürnberg holt sich den Ball. Nürnberg geht so langsam nach vorne schon. Petrak Misjijan. Und schon wieder ein Fehlpass und deswegen springen wir in die 19. Minute und Nürnberg greift mal wieder an über Valentini, Behrens, Valentini, Pereira. War nicht im Haus der Ball, da ist Misjijan. Da kommt die Flanke, Ishak und Rensing konnte das erste Mal sich zeigen und lenkt den Ball über den Pfosten. 21. Minute und es gibt paar Tumulte da, warum? Eihahn soll irgendwas gemacht haben. Er hat Ishak behindert. Ah, ich glaube nicht, dass es ein Foul war. Aber anscheinend wird trotzdem auf Elfmeter getippt. Nicht getippt, sondern entschieden. Ishak kann hier also die 1-0-Führung für Nürnberg machen. Es gibt Elfmeter, das habe ich gar nicht so gerafft. Ishak steht bereit. Rensing und Ishak. Wer ist der Sieger? Ishak ist der Sieger. 1-0 Nürnberg. Damit habe ich nicht gerechnet, dass Nürnberg hier den Elfmeter bekommt, denn für mich war es, wie gesagt, kein Foul. Videoschiedsrichter hat nicht eingegriffen und somit 1-0 für die Gäste. Wie wird Düsseldorf antworten? Wir werden es jetzt dann sehen. Nämlich erstmal gar nicht, denn die Nürnberger greifen schon wieder an. Über Misjijan. Ishak! Aber Eihahn kann diesmal verklären und rettet zur Ecke. Rensing wäre da vielleicht auch noch dran gewesen. Kann man aber jetzt nicht sagen. Und somit also hier erstmal das 1-0 weiterhin. Aber Düsseldorf greift erstmal an. Mit Fink. Da ist Stöger, Fink. Da ist Hennings. Super frei gespielt. Hennings. Bredlow. Klärt zur Ecke. Super Parade vom Schlussmann von Nürnberg. Der Pass aber von Fink auf Hennings in den freien Raum war auch exzellent. Nochmal eine Ecke für die Düsseldorfer. Kurz vor der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und Gieselmann wird die Ecke also reinbringen. Giesemann. Luke Bakio. Luke Bakio macht hier das 1:1 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Oder war es ein Eigentor? Wir werden sehen. Auf jeden Fall lässt sich Luke Bakio hier jubeln. Super Ecke von Giesemann und dann steigt hier Luke Bakio hoch und netzt ein. Was für ein super Tor. Okay, ja, es war, ich würde sagen, es zählt als Eigentor.
der in Rensing, ich höre Bredlow, lenkt den Ball ja noch an den eigenen Mitspieler ab und dann geht er ins Tor. Also wenn Luke Bakio das Tor bekommt, ist es schön, aber es ist Leibold mit dem Eigentor, wie wir sehen konnten, 45 plus kurz vor der Pause das Eigentor, und das könnte natürlich für die zweite Halbzeit bedeuten, dass hier Düsseldorf stärker an spielerische Klasse aufbieten könnte, denn sie sind motivierter, Kopf ist nicht mehr gesenkt. Aber wenn Nürnberg jetzt hier, nee, schaffen sie nicht mehr. Ich wollte schon sagen, wenn Nürnberg hier noch ein Tor schießt vor der Pause, dann wäre es hier wieder 2-1-Führung gewesen. So ist aber nicht. So geht es erstmal zur Halbzeit und ein 1:1. Haben wir also auf der Anzeigentafel. Finde ich gerecht. Und zwei komische Tore sind gefallen. Einmal ein Elfmeter, der für mich kein Foul war, von Eiern, und einmal ein Eigentor Leibold in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Das sind die Statistiken, und da sehen wir, dass hier Nürnberg ein bisschen mehr macht an Torschüssen. Dafür hat mehr Ballbesitz Düsseldorf, und somit gleicht sich das ja auch alles aus. Und ich würde sagen, gerechtes Unentschieden bisher. Zweite Halbzeit läuft, Nürnberg hat angestoßen, sie spielen sie von links nach rechts in den weißen Trikots. Immer noch, und Nürnberg geht gleich mal nach vorne. Und wir springen in die 52. Minute. Düsseldorf greift mal an mit Luke Bakio. Super Pass auf Stöger. Ans Außennetz. Aber es sah für mich auch eindeutig auf Abseits aus. Aber wie es aussieht, war es kein Abseits. Super Möglichkeit, hier eine Führung zu erzielen. Während es den ersten Wechsel gibt. Kerk kommt bei Nürnberg. Und Rahman für Usami bei Düsseldorf. Außerdem wechselt Nürnberg auch nochmal. Kubo für Pereira, positionsgetreuer Wechsel, aber ein bisschen offensiver. Letzter Wechsel bei Nürnberg. Da haben wir also rein und Petrak raus. Und bei Düsseldorf noch Morales rein für Oliver Fink. 67. Minute, jetzt dürften alle Wechsel durch haben, wenn ich es richtig gerechnet habe. Nee, ist noch nicht, denn Kovnacki kommt für Boczek in die Partie, den Holzugang. Bei den Düsseldorfern in der 82. Minute, und sehen wir hier noch ein Tor. Wir sehen erstmal hier, wir sind in der 90. Minute und sehen hier eine Ecke mal wieder. Das Kaminski, der müsste schießen, schießt auch. Aber bringt erstmal nichts. Fredlow mit einer super Parade nochmal hier in der Nachspielzeit. 4 Minuten gibt es, 1,5 haben wir schon rum. Und fällt hier noch das 2:1 für irgendjemanden. Da ist Midijan, der spielt auf Kerk. Leibold, rein, Isaac. So geht's so langsam nach vorne für den Nürnberger. Valentini, da ist wieder Misijan. Wer kommt da hinten? Keiner. Düsseldorf kann erstmal klären. Und Abpfiff, also Kellerduell Nummer zigtausend gefühlt in dieser Saison. 1:1 geht's aus zwischen Düsseldorf und Nürnberg. Ein gerechtes Spiel, finde ich. Ein gerechtes Unentschieden für dieses Spiel. Zu den Statistiken kommen wir jetzt noch. Da sehen wir hier, das ist komplett ausgeglichen, ist diese Partie. Und somit, wie gesagt, das 1:1 komplett in Ordnung ist. Ein Elfmeter, ein Eigentor in der ersten Halbzeit. Und das war es dann auch so. Und wenn es euch gefallen hat, diese Video, war ja ein bisschen was los hier in diesem Spiel, dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ein Kanal-Abo noch. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Video wieder. Bis dahin, sage ich, ciao, bleibt sportlich und Tschüssikowski.